Das war Code Vein, die Beta. Wobei ich sagen muss, dass das meiner Meinung nach keine Beta war. Betas hießen ursprünglich die MMOs, beziehungsweise die Online, die reinen Online-Multiplayer-Spiele. Also ja, quasi schon MMOs, aber ich sag mal, es gab ja in der Vergangenheit auch beispielsweise die Star Wars Battlefront 2 Beta. Das hat halt auch gepasst, weil das ja auch... Nee, das war Star Wars Battlefront 1, genau. Das hat gepasst, weil das ja quasi auch nur eine Multiplayer-Erfahrung war. Ja, bei einer Beta ist es normalerweise so, dass man das komplette Spiel zur Verfügung hat, aber es ist halt in der Beta. Das heißt, es werden natürlich später noch ganz, ganz viele Sachen hinzugefügt und so weiter und so fort. Aber man hat eigentlich das komplette Spiel. Und das hier ist ja auch noch zusätzlich eine Singleplayer-Erfahrung. Und von daher ist es für mich keine Beta, sondern eine fucking Demo. Also ich verstehe nicht, wieso man heutzutage solche Begrifflichkeiten nicht ordentlich verwendet. Also es ist ja so, als wäre Bandai Namco irgendwie auf dem Grundschülerniveau. Das ist so, wie Leute heutzutage rumlaufen und denken, dass Let's Plays und Walkthroughs und Playthroughs dasselbe sind. Obwohl es eigentlich nicht dasselbe ist. Ne? Genauso wie Mathematik und Physik und Geografie, Geometrie. Das ist ja auch klar, es geht so ein bisschen ineinander über, aber eigentlich sind es ja auch verschiedene Fächer. Ne? Also ich habe dafür absolut null Verständnis, dass man dieses Spiel Beta genannt hat. Es ist eine fucking Demo. Es ist eine Demo, keine Beta. Wenn wir jetzt hier Final Fantasy 14 gespielt hätten, was ein reines Multiplayer ist, wenn wir da die Beta gespielt hätten, oder World of Warcraft beispielsweise, wenn wir da eine Beta gespielt hätten, dann hätte es Sinn gemacht. Aber das hier, das ist eine Single-Player-Erfahrung und von daher, dadurch, dass... Wenn wir jetzt das komplette Spiel gehabt hätten, dann wäre es eine Beta gewesen. Aber wir hatten nur einen Abschnitt eines Spiels, deswegen ist es eine Demo, Leute. Die Leute haben verlernt, was eine Demo ist. Ich fasse es nicht, ey. Damals auf der PS1 gab es so CDs, die Mehrzahl von CDs. Es gab viele CDs, wo 20, 30 Spiele auf einer CD drauf waren und da konnte man so Level antesten und dann, wenn das Level vorbei war, war das Spiel vorbei. Das meine Freunde, sind Demos, ja, also ich fasse es nicht, dass ich im Jahre 2019 den Leuten erklären muss, vor allem den Entwicklern anscheinend erklären muss, was eine fucking Demo ist. Ihr dummen Baumschüler, jetzt mal ganz ehrlich. Da sieht man mal wieder, dass es wirklich an der Zeit wird, dass ich an die Macht komme und den Leuten mal so wieder so ein bisschen Hirn einpflanze. Das kann doch nicht wahr sein, ey.